Okay. Jetzt machen wir ein paar Aufgaben zur vollständigen Induktion und aktiven Prägung. Zwei Freiwillige haben wir schon gefunden. Ja? Kommen Sie vor? Ja. Okay. Ich gehe wieder nach hinten und schalte mich zu gegebener Zeit ein. Können Sie mal ganz links hin am besten zu zeigen? Eins plus drei plus Punkt, Punkt, Punkt plus Klammer auf 2n minus 1 Klammer zu ist gleich n Quadrat. Okay, los geht's. Was war das Stichwort? It's up to you. Bitteschön. Also als erstes machen wir den Induktionsanfang für n ist gleich 1. Okay, wie funktioniert das aktive Plenum? Es ist so, ein, zwei oder drei Studierende kommen nach vorne, ja, die anderen Studierenden sind im Hörsaal und dann gehe ich als Dozent nach hinten in den Hörsaal und stelle eine Aufgabe sozusagen aus dem Off. Ja? Und die Aufgabe der Gruppe ist es dann, diese Aufgabe gemeinsam zu lösen. Es ist ganz wichtig, dass man als Dozent nach hinten geht und nicht an der Seite oder so stehen bleibt, weil ich will, dass die Studierenden unter sich diskutieren und das Problem, die Aufgabe lösen, den Beweis anfertigen. Denn wenn ich an der Seite stehe, dann gucken die Studenten immer zur Seite und bei allem, was sie sagen, wollen sie sozusagen eine Bestätigung von mir haben, dass es auch richtig war. Insofern, die Gruppe ist unter sich, vorne stehen zwei Studierende, zum Beispiel einer schreibt an die Tafel, der andere macht nichts anderes als aufrufen und der Hörsaal denkt. Ja, also der Hörsaal denkt gemeinsam und löst gemeinsam die Aufgabe. Ja, ganz oben. Jetzt kann man den ersten Teil quasi, kann man die Induktionsannahme einsetzen. Also man sieht da oben ja, dass die Summe von 1 bis k über 2i minus 1 gleich k Quadrat ist. Und dann ersetzt man quasi das durch k Quadrat. Dann heißt k Quadrat plus 2, Klammer auf, k plus 1, Klammer zu, minus 1. Minus 1. Ja, jetzt können wir ja weiter ausrechnen. Also können wir den kleinen 2 k Quadrat, und 2, sorry, also k Quadrat plus 2k plus 2 minus 1. Das können wir ja noch weiter zusammenfassen zu k Quadrat. Plus 2k plus 1. Dann haben wir die erste binomische Formel, das können wir dann umwandeln in k plus 1 in Klammern im Quadrat und dann hätten wir es bewiesen. Warum haben wir es dann bewiesen? Weil wir dann praktisch das, was wir auf der rechten Seite zeigen müssen, also k plus 1 im Quadrat, das haben wir ja dann da stehen. Ja, was soll das aktive Plenum? Also mir ist es wichtig, dass die Studierenden lernen, mathematisch zu denken, mathematische Probleme zu lösen, mathematisch zu beweisen, letztlich die mathematischen Methoden anzuwenden. Also den Werkzeugkasten zu benutzen, den die Mathematik so bietet und gemeinsam diese mathematischen Denk- und Arbeitsweisen durchzuführen. Und das kommt in Vorlesungen häufig zu kurz. Als Dozent, wenn man vorne präsentiert, dann präsentiert man in der Regel nicht diesen Prozess des Problemlösens oder des Beweisens, sondern das Ergebnis. Das heißt, man schreibt den Beweis an die Tafel, das Ergebnis des Beweisens, man führt aber nicht den Prozess durch mit all den Fehlern und Sackgassen, die auftauchen können, und Problemen, unterschiedliche Lösungsansätze, so das
hat alles zu wenig Raum, wenn ich einfach die Ergebnisse präsentiere. Wenn ich die Studierenden vor die Aufgabe stelle, eine bestimmte Aufgabe, mathematische Aufgabe zu lösen oder einen Beweis durchzuführen, dann passiert das alles. Es werden Fehler gemacht, es werden Lösungsansätze vorgeschlagen, die nicht zum Ziel führen, die eine Sackgasse führen. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, man muss überlegen, welchen verfolgt man jetzt weiter. Also all diese Dinge stehen im Raum und es wird deutlich, man kann Fehler machen. Ja, man kann mal was Falsches sagen, steht falsch an der Tafel, es wird vielleicht weitergeführt. Irgendwann kommt jemand auf die Idee, das führt nicht zum Ziel, da war ein Fehler, da müssen wir korrigieren, da müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Und das zählt ja genau zum mathematischen Problemlöseprozess und Beweisprozess hinzu. Und das wird in normalen Vorlesungen zu wenig aufgegriffen. Und hier stehen sozusagen die Prozesse mit den Fehlern und allen Sackgassen und Lösungsansätzen und so weiter. Das steht im Raum und ist letztlich ein Diskussionsobjekt für die gesamte Gruppe. Also wir machen jetzt die Summe von i gleich 1 bis k über i Quadrat plus k plus 1 i Quadrat. Ich würde gleich davor nochmal schreiben, dass das Ganze jetzt nur noch die Summe von 1 bis k plus 1 ist. Die andere Tafel vielleicht noch ein bisschen höher machen, weil der Schatten wirft sich so. Die Kommilitonin hat gerade gesagt, sie weiß nicht, wie diese Verschiebung funktioniert. Kann die kurz jemand erklären? Ja, bitte. Ja, man nimmt einfach den Induktionsannahme, weil das ist ja dann wieder k. Und dann muss man einfach das pi um k plus 1 erweitern. Und dann setzt man einfach k plus 1 in dieses als dieses i ein. Also man schreibt dann einfach plus und jetzt haben wir hier geschrieben k plus 1 zum Quadrat, weil k plus 1 quasi das i ist. Und das erweitert wird. Dankeschön. Ist das verständlicher geworden? Ja, also als Dozent hat man hinten nicht nichts zu tun. Ja, also auf der einen Seite bin ich für die Atmosphäre verantwortlich. Also ich muss dafür sorgen, dass es absolut mucksmäuschenstill im Raum ist. Denn es kommen ja Beiträge von Studierenden aus dem Hörsaal. Die sollen ja von allen gehört werden können. Da darf also keine Unruhe herrschen. Das ist meine Aufgabe, zu sorgen dafür, dass es ruhig ist. Auf der anderen Seite muss ich natürlich aufpassen, ob alles das, was da vorne passiert, auch in Ordnung ist, ob keine Fehler übrig bleiben. Und das ist auch nicht einfach abzuschätzen, wann ich mich einschalten soll. Man darf sich nicht zu früh einschalten als Dozent, weil sonst tötet man die Diskussion. Das heißt, man muss auch mal Fehler im Raum stehen lassen und wirken lassen. Ja, vielleicht kommt dann ein Student und korrigiert ihn. In der Regel passiert das auch. Insofern nicht zu früh einschalten, aber auch nicht zu spät einschalten. Das heißt, wenn die Studierenden hängen, sie wissen nicht, wie sie weiterkommen, dann muss ich auch einen Tipp geben. Und da braucht man ein gewisses Fingerspitzengefühl, ein Feeling muss man dafür entwickeln, wann schalte ich mich ein. Und die dritte Aufgabe des Dozenten ist, denjenigen Studierenden, die vorne stehen, auch methodische Hinweise zu geben. Sowas wie eine Art wie, Sie könnten jetzt zum Beispiel fragen, ob noch jemand eine Frage hat. Oder Sie könnten jetzt fragen, wie wollen wir anfangen, diese Aufgabe zu lösen. Das heißt, man muss auch denjenigen, die vorne stehen, methodische Tipps geben und ja, das ist ja auch sehr sinnvoll, weil wir haben hier Lehramtsstudierende, das heißt, sie lernen auch gleichzeitig dabei, wie man so eine große Gruppe letztlich auch moderiert. Sind hier noch Fragen übrig? Ja. Ich habe eine Frage, und zwar könnte man das nicht bei dem zu zeigen, da oben, die rechte Seite noch weiter umformen, dass man das vereinfacht und dann quasi einfach immer, wenn man dann nachher den Beweis erfüllt, immer weiter einfach immer wieder ausklammern und so. Und dann müsste ja quasi auch das Gleiche wieder rauskommen. Also da muss man nicht von hinten anfangen, dann könnte man einfach ein bisschen von oben nach unten rechnen. Ging das nicht auch? Also ich habe es schon mal so gemacht. Können wir ein Plenum? Vielleicht nochmal die Rückfrage, ob ich richtig verstanden habe, Sie meinen, weil zu zeigen, dass man da erstmal, da steht ja links ein Summenzeichen, rechts ein Bruch, dass man es mit dem Bruch vereinfacht, so weit es geht. Genau.
Also letztlich das macht, was man jetzt von hinten rückwärts macht, bis zu dem Punkt, ne? Ja. Genau. Also wollen, das kann man machen, so. Sie wollen letztlich hier hinten dran schreiben, ist gleich oder diese Punkte bis hierhin. Ne? Ja. Und dann ist zu zeigen, dass dieses Summenzeichen gleich das da ist. Und dann fangen Sie bei der linken Seite an und formen Sie dann, wo dieses rauskommt. Ja. Das können Sie auch machen. Klar. Wie kommt der Input rein? Also der häufige Kritikpunkt ist, wie kriegt man Input in diese Veranstaltung? Ich habe so gemacht, ich habe mal eine Vorlesung gehalten, aufgezeichnet auf Video und lasse die Studierenden jetzt im Vorfeld die Videos ansehen. Also ich sage, bitte schauen Sie sich dieses und jenes Vorlesungsvideo in Vorbereitung an. Und dadurch habe ich den Freiraum geschaffen, um im Hörsaal mit den Studierenden gemeinsam zu diskutieren und das aktive Plenum oder andere Methoden durchzuführen. Das heißt, durch die Auslagerung des Inputs in Vorlesungsvideos außerhalb der Vorlesungszeit habe ich den ja, habe ich sozusagen innerhalb der Vorlesungszeit den Raum geschaffen für gemeinsame Diskussionen. Aber vielleicht kann man das fortsetzen, wie es weitergeht. Gib ihm mal einen kleinen Tipp. Schreiben Sie mal ganz rechts unten in die Ecke, also die beiden Tafeln mal nach oben fahren. Darf ich kurz einlenken? Wir haben eine Meldung. Ja? Vielleicht schieben wir die vor. Okay. Ohne genauen Plan. Wir wollen ja oben das zeigen, dass wir da zum Rechten rauskommen. Und da haben wir ja keinen in Klammern zum Quadrat. Also ich würde ich würde jetzt von unten anfangen und dieses k plus 1 mal k plus 2 ist es ja im Prinzip als zum dass wir rückwärts arbeiten. Ja. Dass wir vom Ergebnis nach oben zurückgehen. Ja. Kannst du das mal diktieren, wie wir das machen? Ja, also die Lösung. Schreib bitte unten die Geschichte. Also k plus 1, was bitte noch? K plus 1 erklären. Der Begriff aktives Plenum, der vermittelt den Eindruck, dass der ganze Hörsaal extrem aktiv ist. Das ist natürlich nicht so, sondern es beteiligen sich immer ein paar zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es geht natürlich nicht, dass sich 100 oder 200 Leute gleichzeitig beteiligen, sondern es redet immer nur einer. Und bei einer bestimmten Frage oder einer bestimmten Situation melden sich auch immer nur ein kleiner Teil des gesamten Hörsaals. Aber das ist in Ordnung. Ja? Also in großen Gruppen können nicht viele reden, das ist ganz normal. Aber alle bekommen trotzdem diesen Prozess mit. Ja? Und jeder hat die Chance, sich zu beteiligen. Es entstehen auch manchmal längere Pausen, einfach weil alle nachdenken müssen. Und auch das hat zu wenig Raum in normalen Vorlesungen, weil man einfach in einem relativ hohen Tempo durch ja, die ganzen Inhalte hindurch hechtet. Ja? Also beim aktiven Plenum ist so, da sagt auch mal 10 oder 20 Sekunden keiner was, weil alle nachdenken müssen. Und dann kommen zögerlich die ersten zwei, drei Finger und dann kommen erste Ideen und die werden aufgegriffen, an der Tafel festgehalten und dann kommt mitunter auch eine Diskussion in Gang. Also ich weiß nicht, ob ich gerade was total missverstehe, aber ich glaube, die Umrechnung bisher ist noch nicht so ganz richtig. Es war jetzt irgendwie vermischt, mal mit dem ersten Summanden vom zweiten Teil multiplizieren, mal mit dem zweiten Teil. Ich würde es erstmal konsequent erst diese erste Klammer mit 2k multiplizieren und dann mit der 3. Du darfst. Vielleicht das andere Mal machen. Mal du aber das mal über den ersten Knopf, dann muss man das ganz weg, oder? Das war gerade so durchmischt, irgendwie hat er gerechnet, glaube ich. Das auch manchmal. Nee, das wird jetzt so schön. Ich finde, außer wir einigen uns alle, dass wir mal den Weg probieren wollen. Ich habe das eins. Wir haben kurz eine Meldung, ja? Nee, ich wollte es jetzt richtig aus. Also. Gerne. Genau. Also jetzt ganz auf jeden Fall 2, K hoch 3.
plus 3k hoch 2 plus 6k hoch 2 plus 9k plus 4k plus 6. Und dann halt das jetzt. Jetzt kann es ja noch zusammenfassen. Wie gehe ich da methodisch vor? Manchmal hole ich zwei Studierende nach vorne, einer schreibt, einer moderiert und ich diktiere die Aufgabe von hinten. Und dann muss sich der ganze Hörsaal ad hoc mit dieser Aufgabe befassen. Manchmal mache ich es auch so, ich gebe die Aufgabe vorher, dass sich alle Studierenden erstmal am Platz für sich oder mit dem Nachbarn damit beschäftigen, nach der Ich-Du-Wir-Methode. Also erstmal beschäftige ich mich damit, dann bespreche ich das mit dem Nachbarn und dann wird das Ergebnis ins aktive Plenum eingepflegt. Oder manchmal gibt es auch Situationen, in denen man Positionen beziehen muss, zum Beispiel in mathematikdidaktischen Veranstaltungen, wo man pro oder contra bestimmten Dingen sein kann, also Pro-Argumente und Kontra-Argumente finden. Da kann man auch Folgendes schön machen, man teilt den Hörsaal in zwei Hälften, die eine Hälfte ist pro, die andere ist contra. Die müssen sich Argumente erstmal überlegen mit den Nachbarn und anschließend tut man drei Studierende nach vorne. Einer schreibt die Pro-Argumente an, einer schreibt die Kontra-Argumente an, der dritte macht nichts anderes als aufrufen und dann hetzt man sozusagen die beiden Hörsaalhälften aufeinander und lässt diskutieren. Und in der Regel werden alle Argumente gefunden, die ich auch als Dozent vorne von mir aus genannt hätte und sogar noch viel mehr. Also, und die Studierenden lernen, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, darauf zu reagieren. Also auch hier wieder der Prozess des Diskutierens wird gefördert und nicht einfach nur Ergebnisse an der Tafel festgehalten.